upgraden. Jetzt muss ich aber gucken, was ich denn alles habe. Die Finanzabteilung zum Bleistift haben wir noch nicht. Haben wir denn die Tourismusabteilung? Die Tourismusabteilung haben wir schon. Alles klar. Die Sicherheitsabteilung, die haben wir auch noch nicht. Wenn ich mir die Finanzabteilung hole, dann könnte ich mir zur Not auch ein paar größere Kredite nehmen. Sollte derzeit aber noch nicht unbedingt so vonnöten sein. Aber wenn ich jetzt den Wutturm baue, dann bin ich erstmal wieder hart am Limit, an der unteren Grenze. Finanzabteilung oder Sicherheitsabteilung? Finanzabteilung oder Sicherheitsabteilung? Versorgungsabteilung haben wir, ne? Ja. Wir machen erstmal die Finanzabteilung. Die Sicherheitsabteilung können wir dann bauen, wenn wir dann mehr... Die Bildungsabteilung bräuchte ich auch noch. Oh Mann. Aber wozu brauche ich denn schlaue Leute? Die sollen doch ihr Geld verzocken. Da ist es eigentlich besser, wenn sie ein bisschen dumm sind, oder? So. Okay, machen wir hier die Finanzabteilung hin. So hat sich der Lack. So wird das langsam aber sicher richtig schön hier zum Weißen Haus von Straußburg, Inseln in Straußburg. Wie sieht's aus? Jo, jetzt machen sie schon wieder Feierabend hier. Läuft gerade wieder gar nichts. Ja. Also brauchen wir da eigentlich noch nichts zu erweitern. Solange da noch nicht mehr reingehen, brauchen wir auch noch nicht mehr. Wobei, wenn wir mehr Touristen anziehen, vielleicht gehen da ja mehr Touristen rein. Soll ich mal so ein Hotelzimmer aufbauen? Oder haben wir jetzt schon Touristen eigentlich da? Das ist jetzt die Frage. Ja, wir haben 554 Touristen haben wir da. Wenn ich jetzt da so ein Hotelzimmer aufbaue, dann sollten da eventuell mehr Touristen kommen. Und es waren überwiegend Touristen der mittleren Einkommensklasse, ne? Ja, da haben wir bis 50 Plätze. Ja, das Ding. Neue Touristen der mittleren Einkommensklasse pro Tag. 450. Ja, komm, das probieren wir jetzt aus hier. Stellen wir das mal hierher. So. Und gucken wir mal, was dabei rumkommt. Vielleicht gehen die ja dann doch auch hier rein. Das wäre ja nicht schlecht, ne? Das wäre schon schlecht. Bräuchten wir dann halt mehr Kapazität? Ja, freilich. Hier gehen ja Touristen rein. Wenn ich ja das Ding aufgebaut habe, dann dass da mehr Touristen reingehen. 4, was kann ich bauen? Ich lasse die Hotelzimmer lasse ich mal weg. Da baue ich jeweils was für untere. Diese Shows für untere, mittlere Einkommensschicht und die Spielautomaten mittlere und Einkommensschicht. Aber jetzt lassen wir das erstmal ein bisschen hier Geld verdienen und dann ist in Ordnung. So, was macht mein Bahnhof? Ja, bringt 544 am Tag. Der Busbahnhof. Hat denn der so eine lange Wartezeit? 71 Minuten? Ne, 35 zeigt er mir jetzt hier an. Ja, 35 Minuten ist ja noch gut. Geht ja noch. Zwei Busse hat er, ne? Drei. Ja, das geht schon. Jetzt zeigt er mir über 75 Minuten an. Durchschnittliche Wartezeit heute. Ach so, durchschnittliche Wartezeit. Und wenn ich jetzt drauf gehe... Durchschnittliche Wartezeit jetzt im Moment wahrscheinlich. Gut, ich denke, wir benötigen dann noch einen Bus. Stellen wir mal hinten dran. So. Warten wir mal ab, ob inwiefern der zweite dann reicht. Auch hier bei der Mülldeponie sollten wir dann eventuell mal langsam uns was einfallen lassen. Machen wir mal so einen Schornstein hier. So eine Verbrennungsanlage. So. Und jetzt sind wir schon wieder ein ganzes Stückchen weiter weg von unserem Wutturm. Jo, aber dafür haben wir doch die Finanzabteilung gebaut. Da hat man hier die fetten Kredite nehmen können. Machen wir jetzt mal. Und da stellen wir den Wutturm auf. Wutturm. Hier haben wir das doch. Und dann bin ich mal gespannt, was er mir denn bringen mag. Im Einzugsradius der Polizei. Ich stelle den mal hier. Hierher stelle ich den mal. Ja doch, probieren wir jetzt mal aus. So. Die Industrie freut es natürlich. Denn dadurch verbessern sich natürlich die Technikstufen. Oh. Oh.
Oh, meine Einwohner freut es natürlich überhaupt nicht. Habe ich da natürlich für Verbrechen. So, ja, und schon sind die ersten Diebstähle unterwegs. Oh mein Gott. Meine arme Polizei wird jetzt. So, was können wir denn mit dem Wutturm alles anstellen? Inaktiv. Geschlossen, wir stellen Leute ein. Ach, die brauchen auch noch Hilfe. Was können wir denn hier noch einbauen? Garage für Wuhmobil und Dr. Wus Labor. Alles klar. Verdienen Sie sich noch 3000 Simoleons in Form von Beute. Oh mein Gott. Also ich muss hier wirklich auf Verbrechen gehen, wenn ich mit dem Tower hier ankomme. Dann, wir haben noch 4000 plus, dann stelle ich den Maxis Man auch noch auf jetzt. Das möchte ich dann doch jetzt gern tun. So. Dann geht gleich mal Verletzte retten, dass wir hier deinen Status erhöhen. Siehst du, da freuen sich die Einwohner wieder. Dann haben wir nämlich das jetzt, was bei der Deluxe Edition vom Vorteil ist. Schurken und Helden. Dann haben wir jetzt den Superhelden und den Bösewicht. Den Dr. Wu und den Maxis Man. So, alles klar. Da hier steigert sich schon die Technikstufe unserer Industrie. Das ist ja schon mal toll. Wenn ich jetzt auf Bildungsstufe gehe und hier auf Industrie, ja, genau. Dann sind die jetzt schon gleich am Weiterentwickeln. Ha! Coole Sache. Das gefällt mir. Beide ab. Handlanger losschicken. Komm, machen wir mal. Mal gucken, wie viel er mir einbringt. Alles klar. Was macht mein Casino? Was wollen die? Das Geschäft läuft gut, Partner. Ich denke, es ist an der Zeit, eine Zentrale einzurichten. Sobald wir mit dem Zocken genug Geld gemacht haben, können wir einen Laden aufbauen. Das wird Straußburg immerhin noch mehr Arbeitsplätze einbringen. Ja, denken Sie nicht auch? Ja. Ich denke mal schon, ja. Derzeit ist zwar keiner da drin, um zu zocken, aber wenn du sagst, es geht gut, dann geht das schon gut. Prozessorfabrik-Petition zum Bau genehmigt. Ha, jetzt könnte man sogar eine Prozessorfabrik bauen, aber dann weiche ich ja eben gerade von meinem Stil hier ab. Bringt mir ja nichts. Denn ich mache ja jetzt eher auf Tourismus und so. Schauen wir mal, was es wird. Was treibt mein Maxis Man eigentlich? Der ist noch auf Patrouille. Was macht meine Handlanger? 51. Der dann nochmal. Der hat ja gar nichts eingenommen hier. Der Handlanger. Sehe ich den eigentlich jetzt auch hier irgendwo rumspazieren, den Handlanger? Nee, ne? Was will die Polizei denn von mir? Stellen Sie sicher, dass es zwischen der Polizei und dem Übeltäter keine Verkehrshindernisse gibt. Ah, yeah. Das bisschen Stau hier, jetzt mach mal nicht ins Hemd. Oh, die Gefängniszelle sind voll. Ja, dann sollte er halt mal eine Gefängniszelle bekommen, ne? Denke ich mal, so ein bisschen, oder? So. Ah komm, die kriegt er jetzt mal hier an den Rand dran. So. Kriegt er mal eine Gefängniszelle, die können wir jetzt vollstopfen. Ja, die Leute im Wutturm, die sind krank. Noch einen Handlanger losschicken. Die haben einfach noch nichts erbeutet. Warum denn nicht? Weil meine Polizei zu gut ist. Da muss ich mich wahrscheinlich echt entscheiden, was ich machen möchte. Was haben wir denn hier? Wir stellen ein. Ja, dann stellt euch mal drauf ein, dass euer Gebäude abgerissen wird. Mann. Was haben wir hier? Nicht genügend abnehmen. Zu viele Opfer. Ja, ich denke, der Wut-Tower nimmt euch Waren ab. War da nicht was? Oder vertue ich mich da jetzt? Erhöht die Technikstufen, nimmt Lieferung der lokalen Industrie entgegen. Jo, ist doch, hab ich doch. Stellt ihr euch denn so an? Jo, jetzt haben sie noch einen eingebuchtet. Und so macht der Handlanger natürlich keine Profite. Jetzt ist er schon wieder zurück. Wie lange ist er überhaupt unterwegs? Der ist ja gar nicht so lange unterwegs, oder? Jo. Kann ich jede Menge Handlanger rausschicken. Handlanger 0 für 50. Wenn der nächste dann reinkommt, kann ich dann wieder ein. Also ich würde sagen, dass sich da die Verbrecher wahrscheinlich sammeln.
Doch, jetzt haben wir schon 50 Simulins haben wir schon erbeutet. Hey, wie cool. Also der Wuthauer ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee eigentlich. Gleich wieder losschicken, die Handlanger. Da ist richtig Betrieb bei dem Wuthurm, das ist Wahnsinn. Bisher kostet er mich noch mehr als einbringt. Was macht meine Spielhalle eigentlich? Ja, die läuft gerade gar nicht so toll. Die ist schon mal besser gelaufen. Warum läuft die jetzt auf einmal nicht mehr so? Das ist doch gerade nicht so toll. Die Polizei ist mächtig im Einsatz. Was sagen denn meine Zahlen überhaupt hier? Wir haben 634 Touristen. Das ist eigentlich schon ein bisschen was, ne? Alle Wagen auf Patrouille. Ja, ja, das reicht ja auch. Das reicht ja auch. Der Wuthurm, ich schicke nochmal den Handlanger los. Und die machen immer mehr Verluste. Aber jetzt gehen mal wieder Leute rein. Jetzt gehen gerade mal wieder Leute rein. Also es geht. Ich hoffe mal, dass ich das wieder ein bisschen einpendel. Machen mehr Verluste. Ja, irgendwo haben wir jetzt auch gerade mega die Ausgaben. Polizei, Verwaltung, Spezialisierung. Ja, Spezialisierung müssen wir noch irgendwie ein bisschen was drehen. Irgendwie müssen wir aber Spezialisierung noch ein bisschen was drehen. Hm. Casino macht immer noch nicht den nötigen Gewinn. Und hier sind voll die Verbrechen am Kaffee. Oh mein Gott. Was machen wir denn da jetzt? Wie kann ich denn dafür sorgen, dass das hier besser läuft jetzt? Das ist... Ach, Mensch. Ja, hier haben wir schon wieder ein bisschen... Hier werden Mitarbeiter gebraucht. Hier werden Mitarbeiter gebraucht. Hier werden Mitarbeiter gebraucht. Ja, wir wollen Abnehmer, an die wir liefern können. Ja, ich glaube, das gerät mir jetzt gerade ein bisschen aus dem Fugen. Oh, hier ist Halligalli. Alter, was ist denn hier los? Die werden Mitarbeiter gebraucht. Wie sieht's denn? Was wollt ihr? Alter. Ich habe Arbeitslose. Jede Menge Arbeitslose habe ich. Ich brauche wohl einen Monat der mittleren und oberen Einkommensschicht, damit die hier drin arbeiten können. Sehe ich das richtig? Was macht hier eigentlich meine Expansionsrate? Rade? Oh mein Gott, das Gewerbegebiet will sich erweitern. Oh mein Gott. Dann lassen wir es sich mal erweitern, würde ich sagen, oder? Ich bin ja gar nicht so. Hauen wir gleich mal voll rein jetzt hier. Wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung. Komm mal hin jetzt hier. Also, hier sind wir schon voll aufgerüstet. So. Fangen wir von hier drüben an, sonst blicke ich es immer nicht. Wunderbar. 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 Haben wir das? Hier oben kriegt er das auch noch alles rein. Hohe Dicht, habe ich gesagt. Alles klar, Stück für Stück. So, haben wir jetzt in dem Gebiet erstmal straßentechnisch so ein bisschen ausgesorgt und schon fangen sie an hier zu expandieren. Ich habe dann jetzt halt nur Zweifel, ob das reicht in Sachen Arbeitsplätzen und alles. Das ist immer das, was mich so ein bisschen... Ja, kränkelt so. Ja, hinten haben wir schon wieder ein leerstehendes Gebäude. Weil? Leerstehend, weil? Brand. Das kann ich wenigstens nachvollziehen. Wenn da steht Brand, dann weiß ich, okay, das ist ausgebrannt. Aber wenn da immer steht, ja, Geldnot und sowas, dann, ist es halt ein bisschen ja, ne? Ich würde sagen, stellen wir mal noch ein paar Parks auf. Kriegt da mal was Großes jetzt hier, oder? Hier, komm, jetzt machen wir mal hier was Großes rein. Dann haben wir ein paar mittlere Einkommensschichten. Wie war das? Wo waren jetzt hier die Probleme? Arbeitslose. Ich habe Arbeitslose in der unteren Einkommensschicht. Ich brauche mehr Arbeitsplätze für die untere Einkommensschicht.
Das ist doch... Gibt's drei...